Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Force Unleashed 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid und so. Ui. Ja, wir werden wieder hier. Wir haben wieder unsere Vision, meine ich. Wir haben unsere Vision jetzt beendet. Wir werden jetzt erstmal diesen Lichtschwertwurf hier durchführen. So. Ein Leben ist nicht viel wert. Die neimoidianische Architektur schon. Scheiße. Ja, ich hab's gerade gesehen. Wir haben da nochmal so zwei Lichtschwertdinger, wo wir gegenwerfen müssen. Jetzt wissen wir schon mal, wie es hier weitergeht. Ist jetzt natürlich blöd, dass wir gestorben sind, aber gibt doch Schlimmeres. Ihr merkt schon, ich stelle mich in dem Spiel unglaublich dumm an. So ist das nun mal. Ich bin halt nicht so der Pro-Gamer, und zwar schon gar nicht auf der PlayStation. Ja, jetzt kriegen wir wieder unsere Vision, okay. Ja, hast du es jetzt? So, jetzt haben wir den Lichtschwertwurf erlernt. So. Ein Leben ist nicht viel wert. Die neimoidianische Architektur schon. Hier ist keiner mehr drauf. Ein Menschenleben ist nicht viel wert. Ist das ein Bett? Ja, an die erinnere ich mich auch noch, die mit diesen roten Laserstrahlen, diesen Fies. Das waren, glaube ich, alle, aber hier ist so eine komische Kugel. Was ist das? Man kann mit der irgendwie was machen. Hä? Hier ist auch irgendwas. Ist doch irgendwas. Ha. Kommt man da durch? Das will ich jetzt wissen. Wie kommt man da durch, ey? Da ist irgendwas. Ich weiß es echt nicht. Da ist irgendwie irgendwas, aber was es nun ist, scheint uns niemand erklären zu wollen. Möglicherweise müssen wir das irgendwie hiermit zerstören oder so. Keine Ahnung. Egal. Gehen wir mal hier raus. Ist hier auch noch irgendwas? Komischer Typ. Fett ist er auch noch. Na, würde mich interessieren, falls ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was diese Kugel letzten Endes war. Würde mich jetzt auf jeden Fall interessieren. Schon allein, weil wir sie nicht da rauskriegen konnten, bin ich jetzt auch ein bisschen blöd. Ich würde schon ganz gerne wissen, was da drin gewesen war. Die sehen aus wie dieser Deadpool, finde ich, aber das ist jetzt, glaube ich, egal.
So. Stirb, Klon. Sterbt alle Klone. Ey, was fällt dir ein? Deadpool ist auch so ein Projekt, was ich mal irgendwann let's playen könnte. Ach, hier kann man reingehen. Aber hier scheint es nichts drin zu geben. Gehen wir mal hier rüber. Es lädt irgendwas. Ich bin beeindruckt. Fühlt ihr euch wohl in meiner Arena schlafen? Ich möchte jetzt erstmal hier diese roten Lichttypen töten. Die finde ich nämlich ungemein nervig. Erstens, weil dieses Licht blendet irgendwie. Und zweitens, weil die mir, glaube ich, ziemlich viel Schaden machen. Ihr könnt einfach. Was fällt denn dir jetzt ein? Und euch alles nehmen? Scheiß Soldat, ey. So. Was fällt dir eigentlich ein, nicht einfach zu sterben, so? Der lädt immer noch irgendwas oder Speicher oder was auch immer. Egal, nicht unser Problem. Achtung, Bürger! Wir haben eine Ausgangssperre. Das Kriegsrecht wurde verhängt. Bitte geht nach Hause. Ja, das konnte ich natürlich nicht sehen, wenn diese komischen Dinger hängen. Hä? Was ist das? Ach, da ist so ein Typ. Oh, da ist noch so ein Typ. Okay. Ich glaube, die Typen sind schon mal weg. Jetzt können wir uns wieder auf diese Dinger hier konzentrieren. Uiuiui, da ist wieder so ein Viech. Ist hier noch irgendwo ein Klonsoldat? Nee, ich glaube nicht. Man muss sie noch irgendwie hier rumkriegen, ey. Ah ja. Ah, fuck, da habe ich zu spät gedrückt, glaube ich. Ah ne, ich habe es noch geschafft. Hat doch noch funktioniert. Okay, perfekt. Hä, irgendwas schießt hier von oben. Ach da. Die Stadt lebt für den Sport. Oh. Verdammt. Ja, das ist jetzt weniger gut. General Kota ist bisher unser bester Kämpfer. And now? Hier hoch? Ja. Dann nach hier? Okay. Ah, das sind wieder die Rotlichttypen. Die Rotlichttypen. Natürlich hat das jetzt nichts mit dem anderen Rotlicht zu tun. Aber darum soll es hier eigentlich gar nicht gehen, sondern hier geht es um Star Wars The Force Unleashed 2. Ich freue mich übrigens, das muss ich mal eben kurz nochmal erwähnen, richtig auf Battlefront. Also, ich hoffe echt, dass DICE da nicht irgendeine Scheiße macht, damit das noch am Ende ein schlechtes Spiel wird oder so. Das wäre nämlich echt schade, weil Battlefront 1 und 2, ich habe es wie gesagt schon beide für die PlayStation 2. Zwei richtig gute Spiele, finde ich. Zwei echt gute Shooter. Gefallen mir alle besser als die Battlefield-Spiele. Ah ne, die muss man so abwehren, ne? Vielleicht auch nicht. Ah, vielleicht doch. Wir könnten natürlich auch einfach so gegen den kämpfen, aber das wäre natürlich langweilig. Aber wie gesagt, Battlefront im November 2015, dieses Jahres halt, soll es rauskommen. Oh. Ein roter Kristall von irgendwas. Ein Schwertkristall gefunden. Den werde ich erstmal direkt hier Lichtschwerter
gesperrt. Heilung. Bewirkt zusätzliche Gesundheit beim Besiegen von Gegnern. Ja, das kann eigentlich nie schaden. Das machen wir mal einfach auf die Hauptklinge. Dann können wir Chaos einfach mal auf die Nebenklinge machen. Ja, das gefällt mir. Wo müssen wir jetzt hin? Da. Ich hoffe nur, ich krieg hier wegen der Star Wars Musik keine GEMA-Probleme. Das würde mir jetzt alles andere als passen. Weil ich denke mal schon, dass die ganzen John Williams Sachen GEMA-geschützt sein könnten. Aber ich weiß es jetzt auch nicht hundertprozentig. Also das Star Wars Intro, das ist ja, soweit ich weiß, nicht GEMA-geschützt. Aber ja, selbst wenn, kann ich das ja auch irgendwie einfach die GEMA-geschützten Stellen irgendwie da rausschneiden. Kaboom! Oh. Wow. Ja, wir müssen uns irgendwie nacheinander um die zwei kümmern. Ach komm. Ich werde erstmal hier jetzt reingehen, um diese ganzen Klone hier umzubringen. Man kann es natürlich auch so auf die ganz altmodische Lichtschwerthaut draufart machen. Und ihn danach mittels Minispiel ausschalten. Das funktioniert immer auch perfekt. Autsch. Hui. Das ist einer von denen, die auch mal schießen. Ist ja fies. Ich muss nur warten, bis wieder das X da steht. Dann kann ich auf den drauf springen, auf den Typen da. Ach komm. X und auf den weißen Kreis drücken und einmal das Dreieck. Und dann war es das wieder mit dem. Ich will es mir nicht schwer machen, nein, aber ich möchte den guten alten General Ramkota ganz gerne retten. Ach, da kommen jetzt auch noch diese komischen Anti-Macht-Typen da. Da gibt es ja auch schönere Gegner. Aber okay, die ganzen Magna-Wachen, die kriegen wir jetzt mit unseren Finisher-Angriffen schon ganz gut auf die Reihe eigentlich. Was fällt dem ein? Naja, Machtangriffe, also Lichtschwertwurf ist halt auch zum Machtangriff, den kann der abwehren. Weil die müssen wir einfach nur draufkloppen. Wui. So, sind hier noch ein paar von diesen Typen? Ja, tatsächlich. Ja, dann machen wir wieder. Draufkloppen. Bei anderen Gegnern kann man auch irgendwelche Machtangriffe sozusagen so zur Abwechslung reinbringen, aber bei denen, da kann man einfach nur draufhauen. Und so wird es bei Battlefront dann wahrscheinlich auch laufen. Draufhauen. Bringt das was, wenn wir die zerstören? Ich glaube kaum, dass da irgendwie was drunter liegt. Nee. Auf in den Aufzug. Jetzt kommen wahrscheinlich Gegner hier runtergesprungen. Nicht? Ich habe euch kämpfen sehen. Jetzt will ich euch rennen. Wir können rennen. Wir müssen es nur auch wollen. Aber in diesem Fall habe ich so das Gefühl, dass das klappen dürfte. Ah, ein Holocorn. Oh, das hätte ich gerne eingesammelt. Ich glaube, das war der lilane Lichtschwertkristall. Hätte ich denn doch ganz gern eingesammelt, aber das hat nicht geklappt. Wegen des recht eng bemessenen Zeitmanagements hier. Ich habe eine neue Herausforderung freigeschaltet. Okay. Machtkraft-Update. Ja, mal gucken. Rückstoß, was ist das denn? Aktueller Rang gesperrt, okay.
warte mal. Den Makashi-Schlag. Es gibt also auch einen Lichtschwertstoß. Oh! Bei dreimal. Eins, zwei, drei. Ah ja, das ist langweilig. Und dieser Makashi-Stoß, der ist cool. Okay. Den werden wir gleich mal wenigstens im Kampf einsetzen, diesen... Nach gegen einfachen Klon, dieser Makashi-Schlag, aber ziemlich unnötig. Was ist das denn hier schön? Das ist ein Speeder. Offensichtlich. Hier ist noch so ein Speeder. Ja, wir müssen jetzt irgendwie da hoch. Aber wie? Wie kommen wir hier jetzt durch? Hier ist eine Tür. Hier geht's doch raus, okay. Ach nee, diese fliegenden Viecher da. Leben sie noch? Ja. So, jetzt müssten sie allerdings langsam alle weg sein. Ja, sind sie auch. Sonst wären die schon längst wieder hier aufgetaucht. Ich würde sagen, durch diese Tür gehen wir erst im nächsten Part. Also... Tschüss und auf Wiedersehen.